bist bei Moderation, Innovation, Entscheidungen und Lernen sind deine vier Themen. Magst du loslegen? Ja, sehr gerne. Und also, warum wir heute über das Thema Workplace Learning sprechen, hat mit Katharina zu tun, die auch mit dabei ist. Und mit der Anfrage 70-20-10 und aus der HR-Sicht sozusagen, wenn Training nur noch 10% sein sollen, also wenn das normativ gedacht ist und 20% Mentoring und Coaching, dann ist die Frage, und was hat HR eigentlich noch zu tun, außer 70% Stellenreduktion? Damit sollten sich, glaube ich, nicht nur HR-Abteilungen beschäftigen, sondern auch Führungskräfte oder Projektverantwortliche, also alle Menschen, die sagen, irgendwie möchte ich gerne Lernen vorantreiben. Und das ist sozusagen erstmal die Relevanz und gleichzeitig das Thema Workplace Learning oder Neudeutsch Lernen am Arbeitsplatz. Wenn viel Lernen am Arbeitsplatz stattfindet, dann ist die Frage, wie sind denn die Voraussetzungen dafür oder wie müssten sie denn sein, damit dort noch mehr Lernen stattfinden kann? Das ist die Frage, die sozusagen Felix und mich auch jetzt zusammengeführt hat. Und da bin ich so ein bisschen geschäftsschädigend unterwegs, was Trainings angeht, weil ich würde das für mich mittlerweile auch sagen, dass ich nur 10% Trainings mache, weil dieses ganze Thema Lernen auf Vorrat zu organisieren und Menschen etwas beizubringen in der Hoffnung, dass sie es irgendwann brauchen können. Das ist erstmal etwas, wo ich sagen würde, mit diesem Workplace-Ansatz verfolgt man den zumindest nur noch teilweise. Also das ist eine gute Absprungsrampe, aber das ist mit Blick auf das, wie Lernen funktioniert in Organisationen, eigentlich nur ein Teil der Wahrheit. Und jetzt gab es so nochmal drei Dinge, die ich zum Intro vielleicht sagen will. Das eine ist, die gute Nachricht lautet, das Lernen am Arbeitsplatz findet eh statt. Also wir können es nicht verhindern, dass sich Leute weiterentwickeln und ihre eigenen Wege suchen. Die Frage ist nur, was davon läuft geplant, systematisch. Und Felix, kannst du dich auf stumm machen wegen dem Hall? Ja, mache ich. Ich wollte zwar jetzt gerade mit einer Rede ausholen, aber ich schalte mich stumm. Ganz kurz, danke. Also Lernen findet statt. Die Frage ist, wie wird es systematisiert, begleitet und organisiert oder auch ermöglicht oder eben auch verhindert? Das passiert eben auch an vielen Stellen. Und eine Erfahrung, die ich gesammelt habe vor kurzem bei einem Kunden in einem Autohaus, neue Software wird eingeführt, die funktioniert nicht so, wie sie soll. Und da lernen alle ziemlich schnell, mit dieser Software umzugehen. Aber es wäre einfach viel klüger gewesen, diese Schulung vorab zu machen und dann ongoing sozusagen einen Lernprozess parallel zu dieser Software-Einführung zu organisieren. Aber das hat man irgendwie bei der Budgetplanung vergessen und deswegen hat man das ganze Geld in die Softwareentwicklung gesteckt und die Schulung so ein bisschen hinten runtergelassen. Also ich erlebe mich da häufig auch als Reparaturanstalt, nachträglich nochmal Lernen nachzuholen, weil es irgendwie vorher vergessen wurde. Und das anders zu denken, das ist einer der Gedanken, den wir heute hier haben, wo so die Frage ist, was kann man da tun? Sonja, die sich jetzt auch zugeschaltet hat, das Thema Merge and Acquisition, wenn neue Organisationseinheiten dazukommen oder ganze Betriebe, dann ist natürlich die Frage, wie lernen die Leute möglichst schnell auf den Systemen zu arbeiten, die eben der neue Standard sind. Und was dabei klar wird, ist, es geht nicht nur um ein Neulernen, das ist schon schwierig genug, sondern es geht auch um ein Verlernen und Loslassen von alten Gepflogenheiten. Und ich glaube, das ist mit einer der Knackpunkte beim Thema Workplace Learning, Leute dazu zu bringen, alte Gewohnheiten, alte Excel-Tabellen, alte Nebenwege, die sie sich so gebastelt haben über Jahre, loszulassen und sich eben auf die neue Art und Weise einzulassen und mitzuhelfen, das Neue zu verbessern und nicht ständig noch zu versuchen, das Alte zu verteidigen. Also da einen guten Weg zu finden, das zeichnet für mich Workplace Learning aus. Vielleicht kann ich da kurz nur einen Input geben. Es gibt ja dieses Half-Life of Facts, wo man sagt, wenn man heute ein Tragwerksplanerstudium beginnt, dann ist nach 5 Jahren, also wenn man es abgeschlossen hat, die Hälfte des Wissens veraltet. Aus dem heraus leitet sich ja ab, diese Ability to Unlearn. Und das ist ja nicht nur jetzt im Unternehmen wichtig, sondern das ist ja auch wichtig, wenn man an Onboarding und an Offboarding denkt. Das also hat sehr viele Komponenten, diese Fähigkeit, Dinge zu vergessen und neu zu machen. Absolut. Das ist kurz Einwurf. Ja. Und vielleicht mit den Anlässen auch nochmal Onboarding. Auch das kann man ja systematisch organisieren oder man kann es dem Zufall überlassen. Und die Leute werden ja ongeboardet. Aber möglicherweise von den falschen Leuten und mit dem falschen Wissen und mit dem, was man eigentlich nicht mehr verlängern will, sondern wo man sagt, neuer Mitarbeiter ist eine neue Chance, Dinge anders anzupacken, aber nach 4 Wochen ist er assimiliert
wenn man nicht sozusagen auch sagt, wir würden gerne das Neue schützen und nicht nur das Alte fortsetzen. Also das hat viel sozusagen mit diesem Grundproblem zu tun. Aber dennoch, Zeichen der Hoffnung, Lernen findet statt. Das ist die eine gute Nachricht. Das andere ist... Jetzt haben wir gesagt, Lernen findet statt, aber ein großes Thema ist doch, wie viel Geld in diese lerndidaktischen Instrumente, also Präsenztrainings, und da rede ich jetzt auch gegen unser eigenes Geschäft, E-Learning, ja, also die Weiterentwicklung des Telelearnings, Microlearning, wie viel Geld da reinfließt und wie wenig Output es eigentlich hat. Und auf der anderen Seite diese große Frage, wer kontrolliert eigentlich, was Mitarbeiterinnen lernen sollen und müssen und dürfen unter Anführungszeichen natürlich, und wie kommt das zustande? Das sind alles ganz wesentliche Fragen, die dann zum Schluss ja irgendwann die Existenzberechtigung einer L&D-Abteilung heranreichen. Ja. Genau. Nur als letzter Satz noch, vielleicht, da gibt es dieses eine Beispiel von einer deutschen Firma, die angeblich ihren L&D-Abteilungen nicht mehr gestartet, Content zu liefern, sondern nur noch Instrumente. Also Content müssen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber organisieren. Ja, und deine betriebswirtschaftliche Engführung von Ressourcen auf Geld, das gestatte ich dir. Als Pädagoge sage ich, es kommen nochmal drei Komponenten dazu. Das eine ist, wie organisiere ich Zeit für Lernen? Das andere ist, wie organisiere ich Menschen, die sozusagen mich beim Lernen unterstützen? Und das dritte ist die Frage, wie helfe ich beim Priorisieren, was das Thema Lernen angeht? Und das wären mal mindestens nochmal drei Komponenten, wo ich sagen würde, auch dafür bräuchte es einen Plan. Und möglicherweise gar nicht so viel Budget, aber tatsächlich eine Idee davon sozusagen, was man an der Stelle für Unternehmen tun kann. Also das war so der eine Anlass. Und dann vielleicht noch kurz vorweg, ihr habt es alle selbst erlebt, dann kam Corona. Und für mich kamen da zwei Dinge wesentlich dazu. Das eine ist wiederum betriebswirtschaftlich. Ich musste irgendwie lernen, virtuell zu moderieren, weil das halt eben das neue Format war, mit dem ich klarkommen musste. Und das haben alle ja erstaunlich schnell hingekriegt. Und zwar im Homeoffice, ohne dass es dazu offiziell an vielen Organisationen Programme gab. Und das andere war aber für mich so das Erleben, dass wenn man so auf die Kacheln schaut, wie jetzt auch gerade hier, dass da einfach viel weniger passiert, als wenn wir uns in echt treffen würden. Und zwar nicht weniger in Form von meiner Seite, im Gegenteil. Ich werde viel weniger unterbrochen. Ich kann viel pointierter abladen in kürzester Zeit. Aber zwischen den Menschen passiert nichts mehr. Und wenn man davon aber ausgeht, dass Lernen ein soziales Erleben ist, auch im Kontrast erleben, um zu erleben, wie machen den Menschen Dinge anders als ich, dann ist das, glaube ich, mit Blick auf das Thema Lernen und Corona eines der großen Probleme geworden, dass jeder halt nur seine Art hatte, wie er die Dinge getan hat und es keinen sozialen Abgleich mehr gab, keinen Austausch, keine kritische Herausforderung, die Führungskraft hat nicht mehr so genau geguckt, alle haben irgendwie geguckt, dass der Laden so für sich läuft. Und damit ist für mich was Wesentliches erstmal auf der Straße geblieben, was Lernen eigentlich auch auszeichnet. Und deswegen habe ich in der zweiten Auflage von meinem Moderationsbuch nicht nur das Kapitel virtuelle Moderation ergänzt, sondern eben auch das Thema gemeinsam lernen als Moderationsanlass, wo ich wiederum auch glaube, dass da viel mehr Moderation gefragt ist als jetzt Input von Experten. Also wie du auch sagst, es braucht viel mehr Gefäße und Formate, wo Austausch zwischen Menschen stattfinden kann, als dass es den einen braucht, der die anderen irgendwie auf Spur bringt. Abgesehen davon, dass dieses Wissen als Experte haben zu müssen, ja auch eine Last ist, ständig am Ball zu sein und sowas und das bei vielen ja auch gar nicht mehr gelingt. Aber das ist so die Vorrede des Ganzen. Und der Felix hat mich vorher getestet, er wollte mich nicht alleine auf sozusagen diesen Call hier loslassen, sondern hat geprüft, ob ich was zu sagen habe. Und ich habe gesagt, ich bin nicht super gut vorbereitet, aber mal so mindestens, dass ich sagen würde, was sind denn die besonderen Herausforderungen und Wirkmechanismen. Und dann noch so ein paar Formate, die ich praxiserprobt einsetze, die ich einfach euch ganz zur Verfügung stelle, um zu sagen, wie kann man denn dieses 70 tatsächlich gestalten, ohne dass man selbst dabei aktiv werden muss als Experte. Das ist für mich sozusagen immer die Bedingung, dass es darum geht, das Wissen der Beteiligten zu vernetzen und nicht so sehr von vorne. Und jetzt haben wir aber die Paradoxie, ne, das ist wie eine Vorlesung über Gruppendynamik. Ich sage jetzt hier was, wo man eigentlich sagen würde, eigentlich ist so eine LinkedIn-Session genau das Falsche, sondern eigentlich bräuchte es jetzt diesen sozialen Austausch. Aber wir haben gesagt, wir wollen ja das Thema erstmal nur teasern und auch mal gucken, wie die Resonanz ist. Und vielleicht ist ja auch eine der Erkenntnisse zu sagen, wir bieten mal ein Präsenz-Follow-up an und machen irgendwas. Also das einfach nur so als Einwand-Vorwegnahme.
Sehr gut, ja, vielen Dank. Ich habe dich nicht getestet, ob du was sagen kannst, sondern ob irgendwas Sinnvolles in eine Stunde reinpasst von dem, was du sagen kannst. Weil da wissen wir, brauche ich natürlich mehr Zeit. Also die große Frage ist, wie finden, also meine Frage, die betriebswirtschaftliche ist, wie kann man die 15% ausweiten auf mehr und soll man das? Das ist einmal die erste Frage, weil ist es überhaupt notwendig, dass Unternehmen Content zur Verfügung stellen, abgesehen jetzt einmal von vielleicht Compliance-Dingen oder Arbeitssicherheit, die ich jetzt nicht jetzt als Workplace Learning definieren würde, sondern das sind Schulungen, die muss man machen und die macht man halt dann über den Computer, okay. Ja. Der Rest ist, sollen Unternehmen Content zur Verfügung stellen und dann daran anschließend, in einem zweiten Teil, natürlich geht es dann, glaube ich, sehr stark um Formate und auch um Rollenbilder, also Ambassadore, Content Curators, all diese Dinge. Bitte Stefan, sollen Unternehmen Content überhaupt noch zur Verfügung stellen oder kommt der eh von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Dreifache Antwort. Das eine ist ja, aber nur, wenn es besser ist als Google oder YouTube. Also, weil sonst macht es keinen Sinn. Und ich habe das beispielsweise auch von einer Freundin erlebt, die hat ihr praktisches Arztjahr in Frankreich gemacht. Und dort sind mobile Endgeräte der Ärzte im OP ausdrücklich erlaubt. Weil die sagen, mit Blick auf das Thema Medikamentendosierung und Co., wir können unsere Datenbank gar nicht schnell genug nachpflegen und alle Eventualitäten im Blick haben. Und deswegen ist sozusagen das Thema Handybenutzung im OP in Frankreich explizit erlaubt und es wird auch massiv getan. Also zur Absicherung nochmal sozusagen von Ärzten, um zu gucken, wie ist die Dosierung, worauf muss ich achten, Nebenwirkungen und Co. Also all das sozusagen ist erstmal eine Frage, wo ich gemerkt habe, wow, das ist ein anderer Ansatz, darüber nachzudenken, wo bei uns viele Dinge eher reglementiert werden, zu sagen, nee, wir öffnen das und wir unterstützen das. Also besser sein muss der Content mit Blick auf das, was man sonst selbst findet, durch Quick-Recherche. Der zweite Gedanke, den ich habe, und ja? Entschuldigung, da ist gleich ein Einwurf. Das heißt ja nicht, dass die Unternehmen das top-down zur Verfügung stellen müssen, sondern das kann ja auch oder sollte vielleicht auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommen und gar nicht so sehr von organisiert, von einer, also quasi planwirtschaftlich organisiert. Nee. Im Frühjahr machen wir das Programm und im Herbst machen wir das Programm und im nächsten Frühjahr machen wir das Programm. Das ist ja auch irgendwie anachronistisch, oder? Also, na genau, und ich glaube, von der Genese ist es auch nicht so, dass die gesagt haben, bringt eure Handys ab morgen mit, sondern es war eher gelebte Praxis, um zu sagen, okay, aber wir fangen jetzt nicht an, gegen diese Praxis sozusagen nochmal etwas aufzubauen, top-down, wo wir sagen, das ist besser, sondern wir lassen es quasi geschehen. Ich habe das Beispiel im anderen Kontext, wenn es um Gewährleistungen geht, auch massiv. Also wenn Produkttrainer sozusagen gefragt werden, nachher von Leuten im Service, wie soll ich denn das Problem lösen? Das ist natürlich eine heikle Kiste. Denn wenn die da offizielle Ratschläge geben und es passiert was, dann ist die Frage, wer übernimmt dafür denn die Haftung? Also das ist mit allem sozusagen, was man dann da legitimiert, muss man gut vorsichtig sein. Und deswegen auch nochmal dieses Thema Qualitätsanspruch. Alles, was von der Company aus rausgeht, muss einfach sauber sein und muss sicher sein und muss auch nochmal gecheckt sein. Das ist bei Softskill-Themen nochmal viel einfacher als bei technischen Themen. Aber da gibt es sozusagen auch Dinge, Absicherungsmodi, wo ich sagen würde, also habt ein Sicherheitskonzept, dass die Qualität stimmt. Das zweite ist, mein Gedanke gerade mit Blick auf deine Frage, ich habe gestern einen Kunden gehabt, die haben so ein Weiterbildungsprogramm, der hat als Leiter die Losung ausgerufen 80-20 und zwar nächstes Jahr 20% Content rausschmeißen und 20% Content neu. Erstmal auch als Duftmarke, um zu sagen, ich will nicht das alte Portfolio ständig nach vorne verlängern. Es ist aber auch klar, wir können nicht jedes Jahr das Rad neu erfinden, aber ich will pro Jahr 20% Fresh Up haben. Ihr entscheidet, was ihr rausschmeißt, aber ich will 20% Test und 20% rausschmeißen. Und der dritte Gedanke wäre, mit Blick auf das Thema 15% aufbauen, ausbauen, ich würde es an die Bedingung knüpfen, um zu sagen, nur wenn es auch mit Blick auf Workplace Learning Konzepte und Ideen gibt, wie das Wissen tatsächlich verankert und angewendet werden kann. Etwas, was ich eher auch schmerzhaft erfahren habe, ist, wenn ich irgendwo Moderationstrainings gegeben habe in Organisationen, wo aber Beteiligung überhaupt nicht erwünscht war. Also ich habe sehr viele Menschen ausgebildet, richtig gut in Moderation. Das Dumme war nur, im Organisationskontext kamen Workshops nicht vor. Also es gab keinen Einsatzort. Oder wenn, dann hat sie der Chef selber moderiert.
Und wenn es nicht diese Bereitschaft gibt, diese Moderatoren auch wirklich in die aktive Anwendung ihres Wissens zu bringen, dann würde ich sagen, dann braucht es auch nicht noch mehr Trainings. Also das war dann der Punkt, wo ich mittlerweile froh bin, selbstständig zu sein, weil da war ich zum Teil geschäftsschädigend gegenüber meiner alten Firma, weil ich gesagt habe, wir verkaufen da keine Trainings mehr hin, weil das bringt nichts. Das macht im Gegenteil die Leute unglücklich. Also die lernen, wie es gehen könnte. Die haben eine Ahnung davon, was gut sein könnte. Und dann ändert sich aber nichts. Vielleicht auch nochmal so ein Beispiel. Konflikttrainings und die Frage, wie gut sind Konflikttrainings? Da würde ich immer eine Umfeldanalyse empfehlen und zu sagen, wenn wir hier den Stefan gut ins Konflikttraining schicken, dann fragen wir nicht ihn hinterher, ob ihm das Training gefallen hat und gepasst hat, sondern wir fragen sein Umfeld, wir fragen seine Mitarbeiter, wir fragen seine Kollegen, wir fragen seine Frau. Und dann haben wir sozusagen eine Idee davon, ob da was passiert. Und ich glaube, das verändert insgesamt das Lernverhalten, das Lernverständnis in Organisationen. Oder wenn man eben sowas macht, wie auch kürzlich erlebt, es gibt solche mobilen Learning-Einheiten, wie ihr sie auch produziert, aber es gibt noch nicht mal einen Laptop, den man sich leihen kann im Produktionsgewerbe, um da irgendwo dann einen Arbeitsplatz, wo man in Ruhe arbeiten kann. Würde ich sagen, das ist dann wiederum HR-Aufgabe zu sagen, es muss eine Lernkabine geben, die muss irgendwo, müssen 2 Quadratmeter sein, wo man sagt, da bauen wir so eine Telefonzelle hin, um zu sagen, da kriegt jemand einen Lernort, um eben dann auch diese halbe Stunde in Ruhe tatsächlich das Wissen sozusagen sich draufschaufeln zu können und das nicht irgendwie in der Freizeit noch nebenher tun zu müssen. Also dieses Thema Lernen am Arbeitsplatz und Lernzeit in der Arbeitszeit ist ein heikles Thema, weil viele so lange auch mit der Idee gelebt haben, wir bieten das mobil an, aber das muss dann auch in der Freizeit gemacht werden oder in der Pause. Also das ist immer der Vorteil, warum Menschen aufs Seminar gehen, weil sie sagen, da bin ich weg und da habe ich sozusagen diese reservierte Lernzeit. Es gab auch früher sehr viele Seminartouristen, denen war das Hotel wichtiger als der Inhalt. Und das war eher auch eine Art Incentive, die man da so gesehen hat. Aber dieses Thema Lernzeit wirklich atmosphärisch und exklusiv für die Leute zu schaffen, auch wenn es am Arbeitsplatz stattfindet, das ist nicht trivial und trotzdem eine super Herausforderung, das sicherzustellen. Denn ganz im Alltag, im operativen Druck, wenn ständig das Handy klingelt, wisst ihr alle, dann findet kein Lernen statt. Dann ist man gedanklich einfach woanders als bei der Frage, wie könnte ich Dinge anders machen, als ich sie bisher gemacht habe. Ich bin beim Thema Umlernen. Ne? Also es geht darum, ja wirklich auch Zeit zu haben, mal drüber nachzudenken, wie mache ich es bisher und was könnte ich denn anders tun? Vielleicht daran anschließend, wie passt es zusammen mit einer Arbeitszeitverkürzung mit einer Unternehmenskultur, die eigentlich, wenn man dann eigentlich mehr auf Leistung ausgelegt ist, weil die Leute weniger arbeiten wollen, weniger Stunden machen wollen, wo ist da die Lernzeit? Naja, ein Ansatz könnte ja sein zu sagen, wir haben nur 35 Stunden produktiv, aber dafür eben 3 Stunden, die exklusiv für das Thema Lernen da sind. Also auch das wäre ja ein Ansatz zu sagen, möglicherweise da neue Wege zu finden. Aber das Verdichten von Arbeitszeit führt aus meiner Sicht erstmal zu noch weniger Lernzeit. Das ist erstmal irgendwie der Selbstläufer. Also es ist ja auch das, was letzten Endes Corona gebracht hat. Der Arbeitstag wurde ja immer mehr verdichtet, immer mehr Meetings sozusagen den Tag reingequetscht und gleichzeitig das Erleben von Unproduktivität, von man hat nicht mal mehr Zeit, an den Themen dran zu bleiben, weil dann schon das nächste Meeting geplant ist. Also diese auch selbst geschaffene Hektik, die verhindert Lernen. Lernen braucht nicht nur einatmen, sondern auch ausatmen. Man braucht nicht nur mal Dinge verstehen. Ich habe gestern in der Führungsklausur haben wir die Übung gemacht, zu sagen, 20%-Regel wiederum, jeder schreibt mal auf, womit hat er in diesem Jahr seine Arbeitszeit verbracht. Und jetzt sagen wir mal, Aufgabe bis zur nächsten Klausur ist 20% reduzieren. Weil wir wissen, alle im nächsten Jahr kommen 20% unerwartete neue Dinge dazu. Und das gelingt nur, wenn wir auch entsprechend Frühjahrsputz machen. Aber allein dafür braucht es nicht nur mal eine Viertelstunde im Training aufzulisten, was habe ich alles gemacht, sondern es braucht dann eben auch die Kontinuität zu sagen und wir bleiben da dran. Und jetzt bin ich wieder beim Thema soziales Lernen und Workplace Learning und wir machen das in der Gruppe, so das Weight Watchers Prinzip, weil das motiviert. Da habe ich auch nochmal jemanden, mit dem ich über meine Probleme sprechen kann, wenn ich irgendwie nicht hinkriege, die mich unterstützen können beim Priorisieren, die auch darum wissen, dass ich mir schwer tue beim Thema X und die mir dann eben helfen, da besser zu werden. Also auch das sind Teile von einer Lernkultur, wie ich sie unter dem Stichwort Workplace Learning gerne mehr initiieren würde. Und dann kommt so das Thema Abhängigkeit eines Beraters, einer Führungskraft, einer HR-Abteilung. Es hängt dann an den Leuten, was sie machen und was sie nicht machen und was sie annehmen, was sie nicht annehmen, was es stattdessen bräuchte.
Also jetzt sind wir ja fast schon beim Thema Formate, wenn man das so überleitet und sagt, vielleicht kannst du noch eine Minute sagen, was für Formate sind moderne Formate? Es ist einerseits haben wir den Ansatz zu sagen, man lernt, also man löst Lern- und Arbeitszeit auf und versucht es sozusagen nicht mehr zu trennen, sondern kulturell abzubilden im Unternehmen. Auf der anderen Seite gibt es den Ansatz zu sagen, man macht es gruppendynamisch, das heißt, alle gemeinsam machen das und man nimmt sich dann Zeit zum Lernen, ist dann eher eine Teilung zwischen Lernen und Arbeiten. Für all das braucht es Formate. Also es braucht einerseits Formate, denkt ihr natürlich, und Instrumente an digitale Dinge wie ein Intranet oder ein irgendwelche Apps und Videos und alles, was man halt sozusagen in einer eher konsumistischen Sicht zu sich nimmt. Es braucht aber wahrscheinlich auch räumliche Formate, andere Räume, Meetingräume, Lernräume, Plätze, wo sich Menschen treffen und austauschen. Wie erlebst du das? Also das Thema Räume ist das eine, die Frage nach der Ausstattung und dem konkreten Ort. Für mich ist es Raum aber auch eine Frage der Zeit. Ne? Also die Frage von, wo reservieren wir uns die Zeit, an denen dieses Lernen exklusiv stattfinden kann. Und das muss jenseits der operativen Arbeitszeit sein. Und dann ist die Frage, und wen brauche ich in diesem Raum denn noch mit dazu, damit ich etwas lerne? Und da komme ich jetzt zum Beispiel auf sowas wie das Diversitätsprinzip. Wenn ich mich mit Leuten umgebe, die das Gleiche machen wie ich, auf die gleiche Art machen wie ich, dann kriege ich da zwar viel Bestätigung, das ist emotional gut, aber da lerne ich nichts. Also Lernen ist ein Kontrastprinzip. Und da ist die Frage, wo könnte ich von jemandem lernen, der anders ist als ich? Und was ist da an Diversität aber auch möglich und wann ist der Bogen überspannt? Also wie ähnlich muss man jemand sein, damit es anschlussfähig ist? Und wie anders muss jemand sein, damit ich da wirklich neue Impulse bekomme? Und das ist für mich in Projekten beispielsweise einer der grundsätzlichen Punkte, um zu sagen, immer mit Doppelspitzen arbeiten und möglichst immer in Tandems arbeiten. Und zwar Tandems in Form von Leuten, die unterschiedlich sind und die einen gemeinsamen Auftrag haben, die sich den aufsplitten können, aber die letzten Endes, also Peer Learning, die zu zweit Themen bearbeiten. Du hast gerade nach modern gefragt, jetzt ist meine Tochter auf einer alternativen Schule. Das sind natürlich auch Konzepte, die sind 100 Jahre alt. Dass sie im Business-Kontext nicht ankommen, hat dann mit manchmal Effizienzdenken zu tun, nach dem Motto, das ist sozusagen Ressourcenverschwendung, wenn wir zwei Leute da reinbringen. Aber ich erlebe es häufig auch, die eigentliche Ressourcenverschwendung ist, auf einen Kopf zu setzen. Und wenn der krank ist oder eine Art hat, die nicht anschlussfähig ist, dann hat man skalierbar viel mehr Ressourcen verschwendet, als wenn es sozusagen dann eine Doppelspitze ist und man guckt, dass die miteinander irgendwie klarkommen. Der andere Gedanke, den ich habe, ist mit Blick auf, und jetzt kannst du es auch wieder modern nennen, oder das, was durch Agilität letzten Endes promoted wurde, wo aber viele Designer auch sagen, auch alter Hut, nur auf einmal nennen es alle Design Thinking, ist zu sagen, investiert am Anfang erstmal Zeit in Beobachtung. Wir haben zum Eingang kurz über das Thema Social Listening noch gesprochen und du hast das auch gepostet. Also diese Idee zu sagen, altes Konzept, dem Volk aufs Maul schauen, aber zu sagen, ne, gucken, was interessiert und wo die Leidenschaften sind und dazu Angebote anmachen, ist viel klüger, als Angebote zu machen und zu hoffen, dass es irgendjemanden da draußen gibt, den das interessiert. Und mein Beispiel von vorher wieder, Konfliktseminare interessiert erstmal niemanden. Aber Konflikte zu erkennen in der Organisation und zu sagen, wir haben jetzt ein Format, mit dem ihr das bearbeiten könnt. Und das heißt aber nicht Konflikt, sondern das heißt, keine Ahnung, Schnittstellenworkshop oder Teamentwicklung oder 100-Tage-Bilanz oder was der Kuckuck was. Das ist dann wiederum die Kreativität, um zu sagen, wie kann ich denn da drauf springen und dann aber eben, muss ich was im Köcher haben? Also der Zaubertrick mit dem Hasen funktioniert nur mit dem Zylinder, wenn ich ihn vorher reingesteckt habe. Ich kann nur sozusagen als Experte auch Sachen schnell aus dem Hut zaubern, wenn ich mir vorher überlegt habe, was ist das denn? Und ich glaube, da braucht es wiederum Zeitinvest im Vorfeld zu überlegen, was sind denn die 3, 4, 5 Formate, mit denen wir klassischerweise in einer Situation arbeiten. Und das können auch Templates sein, ne, die helfen erstmal ein Thema zu verstehen und aufzureißen, eine Projektskizze zu machen oder so etwas. Also eher kleine Dinge, du hast vorher das Wort Nuggets verwendet, also die müssen wertvoll sein. Und auch beim Nugget ist es ja so,
das muss man auch vorher versteckt haben oder irgendjemand muss es in den Sand reingetan haben. Im Playmobilland wird jeden Abend aufgefüllt mit Nuggets, damit dann die Kinder, wenn sie Sand sieben, dann auch wirklich welche finden. Und dieses Thema Sichtbarkeit von diesen Nuggets und von diesen Erkenntnissen, für mich auch ein Riesenthema im Bereich Lernen. Da gab es ja auch John Hattie vor 10 Jahren mit seiner bemerkenswerten Studie, der gesagt hat, das Entscheidende ist, dass Lernfortschritt sichtbar wird. Und vielleicht auch da nochmal so, oh Gott, ich bin irgendwie vorweihnachtlich privat, aber meine Tochter lernt gerade Stille Nacht, zweihändig, 7 Jahre am Klavier. Und die saß vor diesen Noten und hat gesagt, ich werde es nie können. Also jede Hand für sich ja, aber zusammen nie. Und dann hat meine Frau heimlich eine Aufnahme gemacht, wie sie es vor 2 Wochen gespielt hat. Und jetzt hat sie es nochmal gespielt und jetzt haben wir die zweite sozusagen Aufnahme nochmal gemacht und gesagt, schau mal hier, das war vor 2 Wochen und das ist heute, wie genial ist denn, was du in 2 Wochen erreichen kannst. Also auch dieses Thema Messbarkeit und ich rede nicht von KPIs, aber um sichtbar zu machen, muss ich ein Ausgangsstadium irgendwie definieren und ein Zwischenstadium, um zu gucken, hat sich was verändert. Und ich glaube, da in Prozessen zu denken, und nicht so sehr in exklusiven Formaten. Das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich merke, wenn diese Nuggets immer nur so einmalig sind, dann ist die Idee, dass daraus ein Lernprozess entsteht, einfach sehr gering. Also da gilt es auch, einen langen Atem zu haben und die Dinge auch so anzupassen und zu gucken, dass es dann eben auch wirklich funktioniert. Und das bringt mich zurück zu dem Thema von vorher. Welche Räume braucht es? Ich glaube, es braucht noch mehr Analyseräume. Es braucht noch mehr Diagnoseräume, es braucht noch mehr genau hinschauen, was ist denn eigentlich das Problem und nicht so eine Schnellreaktion, da gibt es ein Training, da gibt es ein Coaching, da gibt es jetzt irgendwie einen Workshop und dann ist das Ding weg. Das wäre so die Kompetenzen, wo ich sagen würde, die braucht es noch mehr. Und vielleicht noch so 1, 2 Dinge, aber auch aus dem echten Leben, Onboarding, für viele ein Thema, wo ich sagen würde, jeder neue Mitarbeiter ist eine Chance, euren Onboarding-Prozess zu verbessern. Aber ihr müsst die Leute fragen, wie ihr Onboarding war und was sie sich anders gewünscht hätten. Und dann muss es auch eine Möglichkeit geben, dass dieses Feedback wirklich zu Veränderung führt. Sonst brauche ich die Leute nicht fragen. Interessant ist aber auch das Thema, nochmal die Fußnote Offboarding, wenn Leute gehen. In vielen Unternehmen, sehr überraschend, kommt das Pensionsalter mit 65 Jahren. Und die Frage ist, wie sichere ich denn dieses Wissen nach hinten raus? Und auch da würde ich sagen, hoffentlich nicht in den letzten 4 Wochen. Weil das ist meistens Überstundenabbau und Resturlaub, sondern das ist ja die Frage, wie kann ich schon viel früher das Wissen von diesen alten Hasen, da bin ich wieder beim Thema Tandem, sichern, um zu gucken, wer wird denn da als Nachfolger potenziell aufgebaut, wie kann ich denn da frühzeitig Aufgaben wegnehmen, damit nicht am Tag X dann plötzlich alle überrascht sind, dass der Mensch weg ist und man sich dann hektisch fragt, wie das irgendwie neu verteilt werden kann. Ja, skurrilerweise, das Thema Offboarding ist ein Thema, das bei Kunden von uns aktuell ist, wo es stark darum geht, nicht nur um die, die in Pension gehen, sondern die das Unternehmen wechseln und nicht nur im Bösen, sondern auch oft im Guten, nur einfach sagen, nach ein paar Jahren, danke, es hat mich sehr gefreut, es war sehr schön, aber ich gehe jetzt woanders hin. Und wie hält man die irgendwie am Unternehmen? Und da ist das große Thema Alumni-Club. Und solche Formate, dass das Wissen irgendwie wieder zugänglich wird. Ja, ich kenne Alumni-Club auch als Senioren-Weihnachtsfeier oder Pensionärs-Weihnachtsfeier, da gibt es die ganz und dann kommen alle und erzählen sich alte Geschichten. Aber also wenn man so eine Ressource hat in der Organisation wie einen Alumni-Club mit Leuten, die sozusagen vom Herzen gewogen sind und aber trotzdem draußen sind, dann würde ich sagen, mit welchen Fragen müsste man eigentlich die sozusagen beschäftigen, mitdenken lassen und ein Feedback einholen, damit die nicht nur einen guten Abend haben mit einer Weihnachtsgans, sondern die hätten ja, ich glaube, die hätten alle Bock sozusagen weiterhin damit zu unterstützen, aber man muss sie ansteuern. Und das machen die auch nur einmal mit. Und wenn dann mit diesem Wissen nichts passiert in der Organisation, dann hören die auch auf, gute Ratschläge zu geben. Also es ganz braucht richtig. Letzten Endes diesen Verwertungszusammenhang im Unternehmen. Und es ist bei allen Offboardings auch bei meinen eigenen, das ist ja nicht die Frage, wo möchte ich gerne mein Wissen noch, dass es weitergeht, sondern die Frage ist, was will die Organisation denn, dass es weitergeht? Also jedes Offboarding ist auch eine Chance, alte Zöpfe abzuschneiden. Ja, ganz richtig. Und das ist, ich glaube, das ist das große Thema auch, dass Unternehmen durchlässiger werden, dass eigentlich dass es ein Mitarbeiterinnenmarkt ist und nicht mehr ein Unternehmermarkt, dass die Macht der Mitarbeiter steigt und dass man das eigentlich insgesamt anders denken sollte. Aber ich mag zurückkommen zu dem, was du vorher gesagt hast, zum Lernen und zu einem Wort, das man eigentlich gar nicht benutzt im Corporate Learning oder Workplace Learning, das Wort üben.
Und das ist ja etwas, was eigentlich Lernen ausmacht. Und da die Geschichte von deiner Tochter mich erinnert an ein Video von meinem Sohn, wie er 2 Jahre oder 1 Jahr alt war und versucht hat zu gehen und wirklich, glaube ich, 40 Mal hintereinander aufsteht und wieder hinfällt und lacht und aufsteht. Und das geht die ganze Zeit so dahin, bis er einmal es schafft, einen Schritt zu machen. Und da sieht man, was Lernen eigentlich bedeutet, also abseits der Wissensvermittlung, nämlich sich irgendwo ein Video anzuschauen oder auf ein Seminar zu gehen. Das einfach nochmal erweitert, weil das war für mich erhellend. Richard Sennett hat das Buch Zusammenarbeit geschrieben. Und da unterscheidet er nochmal zwischen Üben und Proben. Also aus dem musikalischen Bereich. Und zu sagen, geprobt wird im Orchester zusammen oder im Quartett. Da, herzlich willkommen. Das war nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Das steht gerade neben mir zufällig. Du hast es wahrscheinlich noch nicht gelesen. Das ist auf dem Stapel der ungelesenen Bücher. nein, das ist auf der, die ich immer wieder lese. Okay. Aber der Unterschied zwischen Üben und Proben. Wer während der Probe übt, der fliegt raus. Also, und das ist für mich auch im Meeting sozusagen. Wer nicht vorbereitet ist auf seinen Punkt, der fliegt raus. Der klaut uns Lebenszeit. Wir wollen nicht alle gemeinsam der ersten Geige zugucken, wie sie nochmal irgendwie da ihr Solo übt. Das soll sie mal schön zu Hause machen. Geprobt werden muss zusammen. Und dann ist die Frage, braucht es für die Probe einen, noch nicht mal einen Dirigenten, aber jemanden, der anleitet, der diesen Übungsprozess leitet, oder kann das ein Team selbst organisiert? Und dann sind wir wieder beim Thema modern in Anführungszeichen. Timo ist auch mit dabei, Scrum Master und Gedöns. Ne? Dann werden da Rollen sozusagen erfunden erstmal, die dann auch lange gucken, was sie denn so tun. Und ich würde sagen, Scrum Master, das ist die Rolle, wo man verstanden hat, auch das Proben braucht Anleitung. Ja, da vielleicht da nochmal trotzdem jetzt zurückzukommen auf diese 70, eben, weil wir gesagt haben, es gibt einerseits die große Frage, wer macht die Inhalte, dann gibt es dann die Formate und dann haben wir auch über das Thema Rollen ein bisschen angeteasert. Nämlich, was ist die Rolle von einer L&D-Abteilung? Okay, das haben wir kurz besprochen, aber was ist eigentlich die Rolle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ich meine, wer beobachtet jetzt, bevor man was macht? Wer liefert Content? Gibt es diese Wichtigkeit der Content Curators tatsächlich? Irgendwelcher Themenambassadore? Gibt es diese Rollen? Stehen diese Rollen? Werden diese Rollen wichtiger? Oder ist es eigentlich ein Zeitgeist, wo man sagt, naja, das ist jetzt das nächste, Scheinchen, das man durch Dorf treibt, sondern es geht in Wirklichkeit, bleibt eh dann externer Berater, der kommt und schaut und dann macht. Oder tut sich im Unternehmen bei den Mitarbeitern auch sehr viel in der Richtung? Es tut sich nichts, wenn sich nicht im Gesamtsystem was tut. Und ich glaube, ein gutes Beispiel sind alle die, also das Thema Weiterbildungsplanung, wie ich es irgendwie seit 20 Jahren auch kenne, hat damit angefangen, HR macht Vorschläge zu Themen und dann werden Leute da eingebucht von ihren Führungskräften, so irgendwie zwangsverpflichtet. Das braucht die Unterschrift der Führungskraft. Mit den digitalen Möglichkeiten hat sich das verändert, nach dem Motto, Leute können sich jetzt selbst in Kurse einbuchen. Das hat für mich mit Blick auf, sitzen die richtigen Leute im Seminar, die Qualität nicht unbedingt erhöht. Also diese Art von Selbststeuerung. Hat eher dazu geführt, dass die Führungskraft sich gar nicht mehr damit beschäftigt, was ihre Leute eigentlich lernen oder lernen müssten, sondern dass die sich eher rausgezogen haben. Also wenn, dann bräuchte es so eine Art von, bitte wieder auf Stumm, Felix, dein Mikro. Dann bräuchte es eine Kombi aus, die Leute dürfen sich selbst die Kurse aussuchen, aber es braucht sozusagen verpflichtend von der Führungskraft das Vorgespräch. Warum willst du da hin? Was willst du da lernen? Und das Nachgespräch, was hast du mitgenommen? Wäre da was dabei, was für uns alle interessant wäre? Also irgendeine Art von Kombination. Ansonsten ist dieses Stichwort Selbstorganisation manchmal auch einfach ein Faulheitsprinzip. Oder früher hat man laissez-faire gesagt in den 60ern, das ist dann irgendwie so eh wurscht. Also ich glaube, da braucht es nochmal mehr und anderes, als nur das den Mitarbeitern zu übergeben. Und ich glaube aber auch, dass das Thema Lernen, da wo eine L&D-Abteilung da ist, glaubt man, dass die das macht. Insofern ist sozusagen diese Abteilung umzubenennen oder abzuschaffen manchmal eine ganz gute paradoxe Intervention, um zu sagen, wer macht es denn jetzt? Es gibt die Diskussion, gab es vor 15 Jahren auch zum Schulfach Glück, was in Deutschland an manchen Stellen eingeführt wurde, probehalber. Und einer der Gegenargumente der Mathematiker vor allem war, ja, wenn es das Fach Glück gibt, macht in Mathematik nicht mehr glücklich. Und die Antwort lautet, doch, natürlich. Also auch da soll sozusagen das Glück stattfinden, aber vielleicht braucht es diese Metakompetenz, was macht eigentlich glücklich, damit man es an anderen Kontexten auch rausziehen kann. Und ich glaube, das wäre eher dann auch der Punkt zum Thema
was könnte denn L&D sozusagen anbieten? Also die Selbstlernkompetenz bei Leuten steigern und zu sagen, wir helfen euch da, euren eigenen Weg zu gehen. Das ist wiederum der nicht triviale Teil, den es aber braucht, damit das Ganze funktioniert. Und das ist dann auch ein Punkt, wo es kein Entweder-Oder ist, sondern eine Frage von, wie kombiniert man das Ganze gut, dass Weiterbildungsbedarfe nicht verweigert werden, aber auch nochmal von oben drauf geguckt wird, was brauchen denn Leute? Also da merke ich gerade auch, was das Thema Führungsentwicklung angeht. Ich bin in einem Unternehmen, da geht es um Prozesskompetenzen. Die haben festgestellt, ihre Führungskräfte sind super fachlich und die haben auch zum Thema Soft Skills Führung viel, aber die sagen, eigentlich brauchen wir die, dass die die Prozesse mit verändern. Jetzt ist das Problem, immer wenn bei Prozess digital irgendwie draufsteht, denken alle, das macht die IT. Und die IT leidet natürlich daran, dass sie ständig sozusagen da Dinge rübergeschoben wird, wo sie sagen, naja, ein schlechter Prozess digitalisiert ist ein schlechter digitaler Prozess. Und wir brauchen sozusagen eine Prozesskompetenz auf Führungskräfteseite. Das würden die aber von selbst überhaupt nicht sagen. Das heißt, eigentlich planen wir gerade die Awareness-Kampagne. Wir lernen den Führungskräfte, dass sie an der Stelle echt nochmal Potenzial nach oben haben. Und da ist die Frage, wo gelingt das Lernen durch Einsicht? Und wo ist das Lernen auch schmerzhaft? Und wir machen da gerade so 2, 3 Pilotprojekte, wo wir damit rechnen, dass sie scheitern. Und wir wollen auch, dass sie scheitern. Also begrenzt sozusagen, kontrollierte Explosion, um zu sagen, so, und jetzt machen wir nochmal richtig. Aber sehenden Auges und zu sagen, Laufzeit sind 8 Wochen. Ne? Wir freuen uns auf euren Prototypen. Und dann aber packen wir nochmal anders an. Und nicht so, wie es sonst passiert. Das Projekt ist irgendwie auf 4 Jahre geplant und 4 Jahre lang hat man die gleichen Probleme, weil Einzelne ihre Rolle nicht ausfüllen. Also, das bringt mich wieder von anderen, ganz anderen Gedanken, weil du sagst, Prozesse... Deswegen führen wir ein Gespräch, lieber Felix. Deswegen hatte ich keinen Vortrag. Ja, ich wollte es eigentlich aufmachen für die Teilnehmenden. Das macht man. Weil man das Wort ja jetzt nicht mehr modern ist, aber das war sehr lange sehr modern, nämlich Storytelling. Und diese Führungskräfte, die nicht wissen oder nicht merken, dass ihr Prozesswissen nicht optimal ist, wie erwischt man die? Wahrscheinlich, indem man Storytelling im Unternehmen bringt, in Unternehmenszeitschriften, in Veranstaltungen, wo man einfach eine Kultur schafft, die Relevantes thematisiert und gut und schön verpackt, so dass es interessant ist und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Abend bei einem Bier sich darüber unterhalten, was eigentlich in der Firma los ist, so wie man halt darüber spricht, was in der Politik los ist. Aber wichtiger wäre es zu sagen, okay, was ist in der Firma los und wo können wir, was können wir wo machen? Also das muss einfach insgesamt, das ist ein großes Thema, das wir haben, das ganze Lernthema, wenn man sich die Worte neugierig oder wissbegierig anschaut, dann ist immer das Wort gierig drinnen, also es ist negativ konnotiert. Lernen ist auch nichts, was man positiv konnotiert im deutschsprachigen Raum. Wahrscheinlich muss man mit diesem ganzen Thema Lernen oder Training oder Trainieren oder so auch ein Mindset-Change machen und sagen, wir machen Stories, wir unterhalten, wir machen Entertainment und versuchen es, und gar nicht so auf Gamification jetzt, dass man sagt, wir sind alle wieder Kinder und machen Serious Play, das kann ist auch wirkungsvoll und gut und richtig, aber insgesamt, dass man wieder mehr in Geschichten denkt und in Erlebnissen denkt. Für mich nochmal sozusagen auch der Gedanke nochmal verstärkt, den wir schon angerissen haben, für mich am liebsten Lernen im Vorübergehen. Also implizit, dass es gar nicht außen drauf steht, dass gar nicht Schule drauf steht, sondern dass sozusagen das Leben der Lernort ist und dass das Projekt der Lernort ist. Und dann aber eben in dieses Projektdesign klug einzuplanen, wie da Lernen stattfinden kann mit Leuten, die das Bewusstsein haben, dass es dafür eben diese Auszeiten braucht, dass es Irritation aber auch braucht, dass es Sichtbarkeit braucht, dass es vielleicht auch einen Lernprozessbegleiter braucht. Dass es aber mindestens ein Ernstnehmen der Menschen braucht, die da was lernen sollen und sie bei ihren Problemen abholen und zu Lösungen führen. Also von mir aus können all diese Worte abgeschafft werden, wenn es dafür passiert. Und ich glaube, da ist manchmal, das ist dieses Thema Schulfach Glück, ne, wenn dann alle denken, okay, ab jetzt kann ich in meinem Fach ernst machen, weil Glück ist ja woanders. Darum geht es nicht, sondern genau die Gegenbewegung eigentlich dazu zu sagen. Und das ist ja das, meine Eingangsrede, es findet immer statt. Es wird auch weiter stattfinden, aber das noch mehr sozusagen und besser stattfinden zu lassen, das wäre mein Ansatz, der eher so ein bisschen trojanisch daherkommt
und nicht so mit Donnerhall. Und das wäre auch so der Punkt mit Blick auf, welche Rolle haben Führungskräfte in dem ganzen Spiel. Ich würde sagen, bitte einfach Lernen nicht verhindern, sondern ermöglichen an allen Stellen, wo es nur geht. Lernermöglicher sein und keine Angst davor haben, dass die Mitarbeiter irgendwann besser sind als sie selbst. Wir finden für jeden einen Platz und Verwendung. Aber auch da erlebe ich häufig, dass Entwicklung aus Angst verhindert wird, dass jemand irgendwann mal am eigenen Stuhl sägen könnte und so etwas. Also das ist irgendwie kurz gedacht, weil die Leute, wenn man für die keinen Platz hat, dann werden sie eh gehen. Also insofern Workplace Learning für mich auch nochmal ganz weiter gedacht zu sagen, wenn wir keinen Workplace schaffen für das, was die Leute gelernt haben, dann werden sie verschwinden. Und ich hab mich vor kurzem, ich zeige es nochmal ganz kurz hier, in den Finger gesägt. Das hat länger gedauert, aber hat dazu geführt, dass ich 4 Tage im Spital lag und Workplace Learning sozusagen im Krankenhaus gemacht habe. Und die Ärztin, die mich operiert hat, hat gesagt, sie haben aus Brasilien Fachkräftemangel, Pflegerinnen, Pfleger geholt. Die sind alle wieder weg. Und zwar sind die weg, weil sie sagen, das, was Pfleger bei euch hier machen, dafür bin ich nicht ausgebildet worden. Ich bin viel höher qualifiziert. Und ich glaube, das ist dieses Thema, du hast vorher Arbeitnehmermarkt gesagt. Für mich ist es irgendwie aus Lernsicht sozusagen, wenn ich keine Chance habe, das, was ich gelernt habe, an meinem Workplace anwenden zu können, dann werde ich gehen, also wenn ich entwicklungsorientiert bin. Und ich glaube, dass sehr viel mehr Menschen entwicklungsorientiert sind, als wir denken und dass die Umgestaltung von Workplaces dem auch ein Stück weit Rechnung tragen muss. Und dafür sind die Arbeitgeber, dafür ist HR, dafür sind die Führungskräfte verantwortlich, letzten Endes zu gucken, wie finde ich den Workplace, wo Learning stattfinden kann. Ja, wunderschönes vorläufiges Schlusswort. Ich würde gerne die Gruppe fragen und um Statements bitten oder um Fragen bitten. Dürfen wir einfach so reinsprechen? Unbedingt. Ja, ich wollte mich vielmals bedanken. Das war super inspirierend und ich habe ganz viel mitgeschrieben und in meinem Kopf hat es gerattert, weil das eben genau die Themen sind, die uns gerade beschäftigen. Einfach ganz viel Stichworte eben nochmal, die wichtig sind, dieses Thema Verlernen, Diversitätsprinzip, Lernen muss sichtbar werden. Also ich habe für mich gleich ganz viel kombiniert. Was muss ich in Gesprächen mit Lernenden, mit Führungskräften einbauen? Einfache Fragen, ja, also nicht nur Fragen, wie läuft es denn beim Lernen und wie kommst du voran, sondern wirklich auch gucken, wo kommst du denn her? Und da nochmal viel mehr draufschauen, zu gucken, definieren, Ausgangslage definieren, klares Ziel definieren und eben auch wirklich so dieses Thema Wissenstransfer. Also klar, wir wollen auch Gruppen zusammenführen und miteinander lernen, irgendwie gestalten, aber es ist immer die Frage, wer macht es? Ja, Personal hat auch nicht Ressourcen, immer wieder da den Hampelmann zu machen und zu sagen, ich bringe euch jetzt mal was bei. Aber da kam mir auch gleich die Idee, vielmehr so die Teilnehmenden, die in Trainings sind, auch zu verpflichten und da viel mehr Bedingungen dran zu knüpfen, dass sie ihr Wissen dann auch weitergeben, dass sie dann vielleicht solche Gruppen irgendwie dann mit ins Leben rufen oder initiieren. Also teilweise gibt es Länder bei uns im Unternehmen, die schon so weit sind, aber manche sind da eben noch gar nicht und da so ein bisschen wirklich zu gucken, wie, ja, mit kleinen Hebeln, aber wie können wir da hinkommen? Also ganz kurze Resonanz von mir, vielen Dank. Danke dir und vielleicht nochmal die Fußnote, weil das ist auch nochmal, glaube ich, ein Kernunterschied zwischen intern und extern und zwischen Ein-Personen-Unternehmung und irgendwie was anderem. Ich kann mich nur skalieren, wenn ich Dinge initiiere, die dann alleine funktionieren. Genau. Und ich glaube, als interne Organisation hat man zu oft irgendwie auch nochmal so das Gefühl, die Fäden in der Hand halten zu müssen oder auch zu wollen oder wie auch immer. Und dieses Loslassen, dieses Emanzipieren, dieses Ex Manus Capere, wirklich zu sagen, ich gebe den Prozess frei und vertraue drauf, dass was passiert. Mhm. Gibt noch das schöne Bonmot, weiß der Prozess eigentlich, dass wir ihm vertrauen. aber dieses Vertrauen, dass das wächst und vielleicht auch nicht gleich, aber sozusagen, wenn man nachgießt und sowas, diese Zuversicht, die wünsche ich allen, die in Verantwortung sind, weil man kann es eben auch nicht künstlich beschleunigen. Und das ist eben auch der Punkt, man kann Leute physisch in einen Raum zwingen und zu sagen, du sitzt da 8 Stunden, aber man kann, dass die da was lernen, kann man eben nicht erzwingen. Und das ist erstmal, so ist es. Aber man kann die Welt so gestalten, dass man die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sowas passiert. Unbedingt. Danke. Also wir bleiben gern in Kontakt. Gerne.
Ja, von mir auch danke, Stefan und Felix. Ich fand es großartig, jetzt aus der Brille der Führungskraft. Wir machen zwar relativ viel Führungskräfteentwicklung, aber irgendwie bei uns im Unternehmen hatte das noch gar nicht Platz, darüber nachzudenken, wie lerne ich denn oder wie lehre ich, wie schaffe ich Räume, dass meine Mitarbeiter lernen. Das hat mir gerade so viele Impulse gegeben. Da rattert es da oben, macht richtig Spaß, da jetzt irgendwie das gedanklich da reinzubringen. Und ja, cool, danke. Ich hoffe, ihr habt alle noch eine halbe Stunde jetzt reserviert fürs persönliche Debriefing, um das zu fokussieren, zu priorisieren, damit es in die Tat umgesetzt wird. Übrigens auch noch vielleicht so eine Fußnote. In vielen Workshops, wenn es um Projekte geht, die ich organisiere, die letzte Stunde, also 15 bis 16 Uhr, das heißt immer, das Meeting endet um 16 Uhr. Und manchmal plane ich auf 15 Uhr Schluss und sage dann, jetzt habt ihr noch mal eine Stunde Zeit für Selbstorganisation. Also alle, die miteinander jetzt noch mal Themen sozusagen aufplanen müssen oder überlegen die nächsten Schritte oder sowas, weil wenn ich diese Zeit nicht im Rahmen meiner Lehrzeit sozusagen, Workshopzeit mit einplane, gebe ich Brief und Siegel, wenn Freitagmittags das Meeting rum ist, dann haben die nicht nächste Woche auf einmal irgendwoher eine Stunde Zeit, um das aufzuplanen. Also das mit einzukalkulieren. Und man muss es aber so einkalkulieren, dass man nicht sagt, um 3 ist Schluss, das hatten wir auch schon. Und dann ist noch eine Stunde Selbstlernzeit, weil dann buchen die Leute ihren Rückflug oder Zug oder wie auch immer auf 15 Uhr. Das nächste Meeting schon hinten dran, sondern zu sagen, Überraschung, es gibt eine Stunde und das ist Teil sozusagen der Veranstaltung. Genauso wie es manchmal der Fall ist, zu sagen, Social Learning, wir fangen um 8:30 Uhr an, aber mit einem Stehkaffee und alle Handys sind aus. Also das ist sozusagen gemeinsame Lernzeit, Austauschzeit. Und um 9 beginnt dann der offizielle Teil. Und zu so sagen, das planen wir alle mit ein, weil wir wissen, wenn die Leute miteinander, das ist übrigens wissenschaftlich in Meeting Science nachgewiesen, wenn es diese halbe Stunde Smalltalk vorher gab, dann wird die Qualität des Meetings besser. Weil die Leute die Chance hatten, vorher Themen auszuräumen, alle Gedanken, die sie im Kopf hatten, und weil die soziale Bindung durch dieses Kaffeetrinken vorher entsteht und das den Zusammenhalt auch im Meeting nachweislich sozusagen befruchtet. Also das Das sind sind wir jedenfalls. Taschenspielertricks, aber sie funktionieren. Wie Sind immer noch die die. besten Tricks, die Taschenspielertricks. Vielleicht noch abschließend ein Gedanke, weil der ist nur kurz vorgekommen einmal ist. Wir haben ja sehr viel gesprochen über den Arbeitnehmermarkt. Und jetzt sind wir aber schon ein bisschen beim Thema, nämlich es gibt ja irgendwie auch eine Verantwortung der Arbeitnehmer, die sie gegenüber dem Unternehmen haben oder gegenüber ihren Kollegen haben. Und da muss man festhalten, so Lernen soll ja keine Servisierung sein, oder? Lernen soll ja nicht sozusagen, nur weil es jetzt schwierig ist, Mitarbeiterinnen zu finden, zu sagen, okay, Employee Experience und nach außen Employer Branding und alles wird zur Verfügung gestellt. Das wäre ja auch der falsche Ansatz, nehme ich an, oder? Ja, also zumal das etwas ist, da bin ich wieder beim Thema Workplace. Es ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht um die Frage, was es sozusagen letzten Endes auch braucht, um an der Stelle, wo man ist, besser zu werden. Also dieser Connex, den würde ich sagen, das steht im Vordergrund. Also ja, ist ja keine Universität, ne, wo man irgendwie so sagt, wir sind bewusst sozusagen anwendungsfrei unterwegs, sondern dieser Connex muss hergestellt werden. Ich wollte den Ich Gedanken nur einbringen, um diese Balance auch ein bisschen Ja. darzustellen, Aber diese ich bin durchaus. auch wieder beim Thema Doppelspitzen an der Stelle, wo ich sagen würde, ne, also auch was Stefan sagt, um zu sagen, ich als Führungskraft, was kann ich tun und was kann ich da ermöglichen? Aber wo gibt es auch nochmal jemanden, der mit einer anderen Brille, und der kann ja auch aus dem Team sein, aber sagt, ich beobachte mal den Lernprozess von unseren Leuten. Also wenn ich an das Thema IT-Einführung denke, was ja haufenweise überall stattfindet, zu sagen, wer ist der Mensch, der im Projektteam nur die Aufgabe Social Listening hat, der auf dem Flur hört, worüber geflucht wird, welches Feature nicht funktioniert und der die Liste schreibt, damit man dann einen Abgleich macht mit der Entwicklung, um zu sagen, was habt denn ihr geplant, was planen denn wir? Das ist was anderes, als einen PO zu haben, der irgendwie sozusagen verantwortlich ist, einen Social Listener zu haben, der sagt, ich gucke nochmal wirklich dahin, und zwar mit guter Absicht, weil ich damit Lernen ermöglichen möchte. Und ich hatte mal den Fall, da ging es darum, ein neues IT-System zu entwickeln. Und ich habe gefragt, mal angenommen, das Problem ist nicht das System, sondern das Problem sitzt vor dem Rechner. Die Leute sind nicht genügend geschult worden, sind nicht kompetent genug. Da hat der Verantwortliche gesagt, interessiert mich nicht. Ich habe Budget für ein IT-System. Ich baue jetzt die Cloud-Lösung. Und da habe ich gesagt, und ich glaube, dann bin ich nicht der richtige Prozessbegleiter für diese Entwicklung, wenn so wenig Flexibilität in der Diagnose sozusagen besteht, und wenn das Thema Kompetenz so wenig mitgedacht wird.
Und das, glaube ich, ist wirklich immer noch unterbelichtet, dass das einfach total relevant ist für den Erfolg. Billig. Stefan, dann würde ich, wenn es keine anderen Fragen mehr gibt, würde ich die Runde schließen und bedanke mich sehr herzlich für den ganzheitlichen Blick auf das Thema. Ich glaube, es waren wirklich sehr viele Aspekte, die wir angesprochen haben. Und bei jedem Aspekt könnte man wahrscheinlich noch sehr stark in die Tiefe gehen, was sicher auch sinnvoll ist, je nachdem, wie die Ausgangssituation ist. Und ich bedanke mich fürs Dabeibleiben, fürs Zuhören. Wir werden den Link verschicken zum Download von dieser Session, gerne auch zum Weiterleiten, zum Teilen, wenn jemand Interesse hat. Ja, und das war es an sich von dieser Live-Session. Wir von Neukos werden im Jänner, Februar, März, April wieder andere machen. Stefan, hoffentlich nächstes Jahr auch wieder mal ein Update. Und gut, live gibt es ihn auf Video bei uns, via Neukos oder via Stefan. Und ja, damit ist es auch von uns, glaube ich, gesagt und erledigt. Und ich wünsche einen erfolgreichen Freitag. Dankeschön. Danke.